In Köln ist am Nachmittag für die Legalisierung von Marihuana demonstriert worden. Eine neue Drogenpolitik forderten die etwa 300 Menschen auf dem Ottoplatz in Köln-Deutz. Zusammen mit Fachleuten solle geklärt werden, wie Cannabis als Genussmittel und für die Medizin legalisiert werden könnte. Dafür müsse ein Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestellt werden, so die Veranstalter. Als konkretes Modell haben sie einen sogenannten Cannabis Social Club vorgeschlagen. In diesem Geschäft sollen Mitglieder unter bestimmten Auflagen Cannabis legal kaufen können. Sie müssen allerdings mindestens 18 Jahre alt sein und dürfen höchstens 1 Gramm pro Tag erwerben.